Es gibt zwei Kategorien von Tieren. Die eine glaubt, dass es zwei Kategorien von Tieren gibt. Und die andere hat darunter zu leiden. Die erste nennt sich selbst Menschen und das zweite sind eben nur Tiere. Die Frage ist, ob diese Unterscheidung, die wir so machen zwischen Menschen und Tieren, ob die wirklich sinnvoll ist, ob die richtig ist. Ich meine, wir gehen seltsam mit Tieren um. Ja, wir verzerteln das eigene Kaninchen und wir verspeisen das Kaninchen aus der Metzgerei. Es gibt Tiere, die wir lieben, es gibt Tiere, die wir hassen, es gibt Tiere, die wir essen. Und das alles folgt überhaupt gar keiner logischen Ordnung oder ist philosophisch auch gar nicht ohne weiteres zu erklären. Deswegen habe ich versucht, in meinem Buch Tiere denken, der Sache genauer auf den Grund zu gehen. Im ersten Teil, im biologischen Teil, untersuche ich die Ähnlichkeit oder die Verschiedenheit von Mensch und Tier. Ich befrage die Verhaltensforschung, ich befrage die Paläoanthropologie danach, wo ist denn die Grenze? Wann ist denn irgendwann aus einem Tier mal ein Mensch entstanden und gibt es diese Grenze überhaupt? Im zweiten Teil untersuche ich das Bild, das Menschen sich von Tieren gemacht haben. Bei den alten Ägyptern, bei den alten Israelis, in der abendländischen Kulturgeschichte, in der abendländischen Philosophie. Und im dritten Teil geht es um die handfesten praktischen Fragen, die uns alle beschäftigen. Fragen wie, ist es wirklich moralisch vertretbar, Fleisch zu essen? Und wenn ja, welches? Sind Tierversuche moralisch legitim? Darf man Tiere jagen? Ich hoffe, mit meinem Buch möglichst vielen Menschen Impulse dafür zu geben, neu über das Verhältnis von Menschen und Tieren nachzudenken.